Und ich bin Niki. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Im Weihnachtsdeko-Look. Ja, mal wieder. Es geht ja stramm auf Weihnachten zu und vielleicht habt ihr... Egal. Rennt weg. Weihnachten nähert sich. Nein, also heute geht habt es schon um... die Weihnachtsgeschenke? Dinge, die man in den Nikolausstiefel tun kann oder sich selber zu Weihnachten schenken kann. Und das ist eine kleine Palette von Catrice. Davon gibt es mehrere. Das ist, die haben so eine ganze Serie, ja, in verschiedenen Fünfer. Varianten. Es gibt noch eine, die werden wir euch im Video zumindest andeuten. Und genau. Gibt es noch irgendwie zwei andere? Also es gibt eine ganze Reihe von denen. Ja, also es gibt vier oder fünf verschiedene Farbvarianten. Wir haben uns jetzt für die entschieden, genau, weil wir die beide haben. Ja, da gibt es einen Blauton und ein paar neutrale Töne und noch einen Schimmerton. Und mit dieser Palette heute mal wieder die Challenge aus der Reihe. Du mich auch. ja. Also ich bin ja bekanntlich der Mensch, der mit solchen Tönen wunderbar arbeiten kann, weil das totlangweilig ist. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Und ich mag es eher schrill und dunkel. Intensiv. Genau, heute die Challenge, dass wir uns mit dieser Palette schminken und ihr seht jetzt gleich, was dabei rausgekommen ist und ob wir die Palette mochten und ob wir mit der Qualität zufrieden waren. Kostet 5 Euro. Ob wir die empfehlen können. Ja. Die ist sicherlich ganz praktisch für Menschen, die mit dem Schminken anfangen. Also für Schminkanfänger oder für Leute, die sich einfach nicht so oft schminken. Und sie ist perfekt zum Reisen. Also ich hatte sie im Urlaub dabei. Die ist zum Reisen perfekt, weil die einfach überhaupt keinen Platz mehr wegnimmt. Die war in der Handtasche. Ich habe es nicht mal gemerkt, dass sie dabei war. Deswegen habe ich sie vorhin so lange suchen müssen. Ja gut. Also... Viel Spaß. Moin. Da seid ihr. Guten Morgen. Heute werde ich mich mit dieser Palette schminken. Das ist die Five in a Box von Catrice in der Farbe Modern Smoky Look. Die finde ich sehr hübsch. Erinnert mich ein bisschen an die Elf Minis, die gerade rausgekommen sind, an die ich noch nicht rangekommen bin. Aber ich finde die Farbgebung sehr nice, nett und werde die jetzt einfach testen. Wir haben hier zwei schöne matte Farben. Ich werde die dunklere von den beiden nehmen, also die hier. Wieder mit meinem dicken Bronzerpinsel. Wo ist mein Spiegel? Und hier meine Lidfalte einstauben, also Schatten in die Lidfalte legen, das, was ich halt immer tue. Langsam aber sicher kommt die Jahreszeit, wo das Schminken mit natürlichem Licht morgens nicht mehr so ganz möglich ist. Das ist schon nervig. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Tiefe im Auge und das sieht nicht ganz so geschwollen aus. Also, ich weiß nicht, versteht, was ich meine. Dann nehme ich so einen fluffigen Blendepinsel und werde in dieses Schwarz hier gehen, von dem ich ausgehe, dass es nicht so irre intensiv ist, um Definitionen am Augenrand und so. Also auch wieder hier oben in die Lidfalte und dann hier in den unteren Auge, in die Wimpern rein, mit der absoluten Spitze von dem Pinsel, also mit dem dünnsten Teil, gehe ich hier ganz leicht in die Wimpern rein und außen. Ich versuche das nach Möglichkeit mit offenem Auge zu machen, weil alles andere würde dann ja verschwinden in den Untiefen meiner Lidfalten.
Also wenn ich hier ein bisschen sediert aussehe, ist es nur, weil ich mein Auge versuche zu relaxen, um zu sehen, wo ich die Farbe eigentlich platzieren möchte. Das Ganze verblende ich jetzt wieder mit dem Originalpinsel. Ich glaube, dass die Farbe das Schwarz mehr könnte als das, was ich mir jetzt hier gerade zugestehe. Also mit einem nassen, schrägen Pinsel oder so könnte man damit wahrscheinlich tatsächlich einen Lidstrich ziehen. Probiere ich irgendwann mal aus, aber heute nicht. Weil heute möchte ich mal alle Farben durchprobieren. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem nächsten fluffigen Pinsel in dieses Blau hier. Also ich benutze die Palette gerade zum ersten Mal, deswegen muss ich mit der ein bisschen rumexperimentieren. Und gehe zum Teil über das Schwarz und in die Lidfalte rein. Sie ist Gott sei Dank nicht ganz so glitzerig, wie sie in der Pfanne aussieht. Hat einen schönen Schimmer, aber ist nicht irgendwie dicke Glitzerstückchen oder so. Ist eine sehr, sehr hübsche mitternachtsblaue Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und mit der anderen Seite von dem Pinsel, das ist übrigens einer aus der, das ist der Pinsel aus der Ultraviolet-Palette von Urban Decay. Ich liebe diesen Pinsel sehr. Also die Pinsel von Urban Decay sind fast schon den Kauf der Palette wert. Nein, ich übertreibe natürlich maßlos, aber ich finde die echt gut. Und damit gehe ich jetzt auch in dieses Blau rein und gehe unter den Wimpernrand, um hier halt ein bisschen von dieser Definition als Farbe zu haben. Das Blau gefällt mir echt gut. Es ist nicht irre viel Farbabgabe, lässt sich aber wirklich gut verblenden und ist nicht glitzerig. Und wenn es etwas gibt, was ich so überhaupt nicht mag, sind das Glitzerlidschatten. Also so, ich mag schon Glitzer, aber nicht dieses dicke Stückchen an Glitzer. Das ist halt so schön schimmrig, bisschen metallisch, wirklich nett. Und zuletzt, wie so häufig, flacher Lidschattenpinsel in dieses Dingsi, golden schimmrige hier. Und das bewegliche Lid. Wie gesagt, das sieht keiner, aber ich mag diesen Effekt. Und das ziehe ich bis in den Augeninnenwinkel rein. Und wie immer nachblenden. Ja, ich weiß, ich habe hier so eine raue Stelle, die macht den Lidschatten ein bisschen. Aber die Stelle ist halt da. Jetzt relativ wenig gegen tun. So, und so sieht es dann mit relaxten Augen aus. Also dann sieht es nicht mehr ganz so smoky aus. Aber ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut als Ergebnis. Ich glaube, ich gebe noch ein bisschen von dem Golden hier unten. In das, ja. Also Innenviertel des unteren, genau, Wimpernkranzes, damit es ein bisschen wacher, freundlicher, was auch immer aussieht. Die Farbe ist auch nicht zu schimmrig, also es ist schon schön schimmrig, aber es ist nicht glitzerig oder so. Und ich habe auch nichts an Fallout oder so. Gefällt mir. Fertig. Noch die Wimperntusche und ich gebe dann ab an Niki. Das ist die kleine Catrice Palette Five in a Box und mit der werde ich jetzt auch einen Look schminken. Die Farben sind eher kühl, neutral. Das hier ist so
braun, lila, mauve. Und das ist ein graublau. Also eigentlich genau meine Kragenweite, wenn es um Nude-Paletten geht. Ich nehme einen fluffigen Blendepinsel. Scheißwort. So, ich nehme jetzt dieses mittlere Braun in der Mitte und gehe damit jetzt hier eher außen lang. Und damit ich nicht so weit nach außen komme, streiche ich hier eher nach innen. Als da den großen Bogen zu nehmen, weil dann endet man irgendwann hier. Und wie geht's euch so? Das ist echt eine schöne Transition-Farbe, weil sie sehr neutral ist, nicht zu hell und sich aber trotzdem schichten lässt. Ich muss jetzt mal das einigermaßen gleichmäßig. Und das passt. Wie gesagt, die Farbe ist jetzt nicht bombastisch, aber für eine Transition-Farbe völlig ausreichend. Für einen Single-Eyeshadow-Look wäre mir das ein bisschen zu sparsam. Ich gehe jetzt mit so einem flachen Pinsel, flach und flauschig, in dieses dunkelgrau-braun-lila Taupe, Mauve, whatever. Die hat bestimmt auch einen Namen. Nee, hat sie nicht. Die Farbe außen. Und gehe jetzt hier mit, leg die hier so außen hin. Ihr seht, wie viel auf dem Pinsel ist. Und ihr seht, das wird ein sehr dezenter Look. Wie viel davon am Auge ankommt. Ich probiere das jetzt mal mit einem Naturhaarpinsel. Okay, ich gehe jetzt noch ein bisschen hier nach oben. Versuche aber möglichst nicht endlos weit nach außen zu kommen. Ob mir das gelingt, werden wir sehen. Hier oben ist die Faltensituation so, dass egal wie gleichmäßig ich diesen Lidschatten auftrage und verblende, es immer ein bisschen schlecht aufgetragen aussieht. Vielleicht ist das das angesichts der Faltensituation auch. Er lässt sich minimal aufbauen. Ich bin ein bisschen... Unangenehm überrascht wäre das falsche Wort, weil es ist ein Palettchen von Catrice. Also die einzelnen Fändchen von Catrice fand ich immer ganz okay. Dieser komisch geometrisch geformte graue Kasten, den fand ich auch ganz gut, aber das da ist jetzt irgendwie nur so, naja. Jetzt hier nochmal drauf. Ein bisschen mehr. Ein Setting Spray. Die Geheimwaffe für alle Gelegenheiten. Ja, jetzt passiert was. Das sieht aber jetzt schon sehr aquarellig aus.
Ach schön, das, was ich aufgetragen habe, geht gleich wieder ab. Gut, das darf jetzt mal einen Moment trocknen. Ich habe hier übrigens einen riesigen Stapel ungewaschener Pinsel. Langsam gehen mir die Ideen und auch die Pinsel aus. So, trocknet es, das trocknet. Gott, das ist immer noch nass und das ist fleckig geworden. Weil ich nicht sicher bin, ob dieser schimmrige Lidschatten, den ich hier innen auftragen möchte, so gut mit diesem Kunsthaarpinsel funktioniert, nehme ich mir sicherheitshalber nochmal eine Ziege dazu und gehe dann in diesen Goldton, Bronzen, so, der geht ganz gut auf den Pinsel, aber nicht gut vom Pinsel runter. Und da passiert noch weniger. Boah, ist das geil. Okay, mit den Fingern geht's. Das macht mich alles nicht froh und der versiegelt schon. Tja. Leute, ich bin ein bisschen wenig begeistert. Okay, wenn man das auf das mal aufträgt, was irgendwann mal angefeuchtet war, geht's, aber tatsächlich nur an der Stelle. Da muss ich jetzt aufräumen. Zum Glück lässt sich dieser qualitativ fragwürdige Lidschatten auch gut wieder entfernen. Das macht mich gerade alles nicht froh. Dann gebe ich diesem graubraunen Schimmerton noch eine Chance. Und der geht zumindest mal als Farbakzent, auch wenn er jetzt nicht die Buntheit erfunden hat. Ich bin definitiv nicht die Zielgruppe für diese Palette. Also wenn ich 20 Pinsel ausprobieren muss, um einen zu finden, der einigermaßen funktioniert, und was machen Leute, die keine 20 Pinsel haben? So, jetzt habe ich hier noch was Sauberes gefunden und muss hier tatsächlich diese Kante noch ein bisschen verblenden. So, das ist jetzt der fertige Look mit diesem Schätzchen hier. Also so gefällt er mir ganz gut. Es ist was Typisches, relativ dunkles Auge, rote Lippen, wie ich aus dem Haus gehe. Allerdings hat mich diese Palette qualitativ nicht vom Hocker gehauen. Muss ich jetzt mal so sagen. Aber ich bin vermutlich auch nicht die Zielgruppe, weil ich deutlich bessere Lidschatten habe und benutze. Also das ist mal wieder so der typische Fall von einer Palette, die sich so ganz gut swatchen lässt, aber am Auge dann nicht so toll performt. Den grünen werde ich nochmal, also diesen grünen, grau, blauen werde ich nochmal einzeln ausprobieren. Aber ich bin jetzt im Moment nicht so toll begeistert von diesem Ding hier.
Es hat gerade geklingelt. Warum eigentlich? Nachdem die Smoky Eye für mich nicht so funktioniert hat, habe ich versucht, mit der Warm Spice Look einen sehr, sehr ähnlichen Look nachzuschminken. Und das hat tatsächlich deutlich besser funktioniert. Die Farben ließen sich einfacher verblenden. Und ja, das Ergebnis hat mir ziemlich gut gefallen. Und was haltet ihr davon? Würdet ihr euch die Paletten kaufen? Seid ihr eher der Meinung von Manel über die Qualität oder seid ihr eher meiner Meinung? Würdet ihr euch sowas kaufen? Ist das für euch eine Palette, die sich lohnt? Oder seid ihr der Meinung, ich gebe lieber ein paar Euro mehr aus und gebe und habe mehr Farben, mehr Intensität, mehr Pigmente? Ich komme mit weniger pigmentierten Lidschatten besser klar, weil ich so diese Pigmentbomben kriege ich auf meinen Schrumpellidern es kommt drauf an welcher Stelle. Ich benutze für die Transition gerne die Konturfarbe, weil da hoffentlich nicht so viel Farbe weggeht, aber ansonsten darf es schon. Ja, bei mir, ich bin ein Freund von nicht ganz so arg pigmentierten Paletten, ja, weil das auf meinen Lidern besser funktioniert, auch weil ich Schlupflider habe und wenn ich zu viel Pigment habe, dann kriege ich da ganz schnell diese Falte, also dann setzen sich diese exzessiven Pigmente in die Falte ab. So eine Art Cut-Crease, aber nicht freiwillig. Aber unbewusst, deswegen, ich benutze gerne Lidschatten, die in der Pigmentabgabe nicht ganz so heftig sind, von daher sind wir da anders gepolt. Wie seht ihr das? Genau. In dem Sinne, ciao!